Ping von LOL. Ping von 5? LOL? Ping von 5 in Endergames? LOL. Holy shit, man. Das Spiel gibt niemals einen 5er-Ping, noch nie einen 5er-Ping. 17. Ja. Ja, 5 ist ja auch übel heftig. Es gibt Leute, die haben einen 5er-Ping. Ja. Die sind schon stark. Definitiv. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Endergame Serie. Ihr seht schon, wir starten hier erstmal vor den Schildern, weil ich habe gerade vor den Sätzen quasi festgestellt, dass es jetzt viel weniger Endergames-Runden gibt im Allgemeinen. Ihr seht, hier sind insgesamt nur noch 8 Schilder. Wir haben da ordentlich reduziert, das haben die auch genauso gemacht bei Survival Games. Es gibt jetzt, also für die, die es noch nicht aufgefallen ist, es gibt jetzt nur noch hier dieses Team-SG quasi, also da kann man dann halt teamen oder nicht, also quasi ganz klassisch, wie es früher immer war. Es gibt nur noch eine 64er und jetzt habe ich gerade eben auch entsetzt festgestellt, dass es nur noch insgesamt 8 Endergames-Runden gibt. Das ist ja furchtbar, aber naja gut, also ich meine, bei Endergames verstehe ich es ja wirklich, weil das spielt halt keiner mehr. Ich gehe mal hier rein, das spielt ja kaum noch jemand, aber eine Sekunde, wir hatten letztens das Katzenkit. Okay, Zielsucher, Moment, was kann der Zielsucher? Er bekommt, sobald ein Gegner in der Nähe 30 Blöcke ist, der weniger als 5 Herzen hat, Schnelligkeit 3 und 20% mehr Schaden. So, okay. Gut, bei, also ich verstehe es, ich sehe es da noch ein bei so Sachen wie Survival Games, weil, also dieses normale Survival Games, das Single Survival Games quasi, das haben echt immer viel weniger Leute gespielt dann letztendlich. Das ist mir wirklich auch aufgefallen, dass, also ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, ich finde es ganz witzig so an sich. Wisst ihr, dass, halt wie auf Hive zum Beispiel, so ganz klassisch, man kann teamen, wenn man will in der Runde, aber man muss halt nicht und so, und das ist, also obwohl ich aber auch zugeben muss, dass ich dieses andere, wie das, als es noch so getrennt war, ne, als es noch getrennt war, muss ich sagen, fand ich auch ziemlich cool. Also das war auch irgendwie witzig, weil da wusste man, dass man in der Non-Team-Runde normalerweise, sag ich mal, nicht auf Teams stößt, und ich fand, das war eigentlich also wiederum auch ganz cool. Aber so wie es jetzt ist, ja gut, ist halt wie auf Hive. Man kann auf Teams treffen, muss nicht und so. Also, finde ich soweit eigentlich ganz, ganz witzig. Also, doch. Ist eine nette Sache. Ja, ich meine, letztendlich kann ich es ja nicht ändern. Auch wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich hätte gerne lieber das alte zurück. Das würden die ja nicht wegen mir machen, ne? Also, ja, aber es ist okay. Also, ich fühle mich jetzt damit ab. Und bei Endergames, ja gut, da verstehe ich es ja sowieso am allermeisten noch. Weil Endergames haben wirklich sehr, also es haben so viel weniger Menschen gespielt jetzt, da reichen 8 Schilder definitiv aus. Also ich merke das ja, ich meine, ich spiele es ja alle 2 Wochen quasi für die Aufnahme, und da merke ich, also ich komme ja auch immer gut in die Runde, obwohl ich Non-Premi bin und alles, ich komme gut rein und habe da keine Probleme, und die Schilder fühlen sich auch alle nicht so heftig, also da reichen 8 Schilder wirklich voll und ganz, muss ich dem Gomma, den Netzserver, definitiv recht geben. Also noch mehr als bei Survival Games. Also bei Survival Games fand ich, war da noch mehr los als jetzt hier bei den Endergames-Schildern. Das waren ja vorher dann wie viele? Warte mal, 8 auf jeder Seite, oder? Also 16, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall bei Endergames mehr noch als Survival Games. Aber gut, jetzt haken wir das Thema erstmal ab. Es ist halt jetzt so, also ist ja nicht schlimm. Es ist jetzt so, ist okay. Gut, das heißt jetzt, wenn der mich jetzt ein paar Mal schlägt, wenn der unter 50% hat, dann kriege ich 30% mehr, also mache ich 30% mehr Schaden, ne, so ist es doch. Oh, da ist jemand low. Zzt. Der ist low. Ja, nice. Ha. Geil. Ich mag das Kit eigentlich wirklich, oh nein, ich mag das Kit eigentlich wirklich gern. Ich hätte gerne die Sache noch aufgehoben. Ah, egal. Gut, aber ja, gut, also alles... alles im Rahmen, definitiv. 3, 5. Habe ich noch eine Angel? Nö. Nice. Muss immer mal ein bisschen gucken, nicht, dass ich jetzt hier überrascht werde. Von hinten. Mit den Dias, meint ihr, ich soll mir was machen? Okay, das bringt es jetzt nicht, weil wir nicht im Livestream sind. apropos Livestream. Ich habe auf Twitter schon mal gepostet. Das ist jetzt, war jetzt wirklich keine Überleugnung, das war jetzt Zufall. Ich habe auf Twitter schon mal gepostet. Nein, es geht jetzt ja nicht mehr, stimmt, ihr habt 1,8.
Ich habe auf Twitter jetzt schon mal letztens gepostet, dass es vor Dezember keinen Livestream mehr geben wird. Also ich weiß, dass viele, also ich lese tatsächlich wirklich oft die Kommentare, ja, wann gibt es wieder einen Livestream und so. Das freut mich natürlich. Und ja, jetzt, also ich habe jetzt auf Twitter quasi oder generell festgelegt, oh, okay, dass das vor Dezember keinen Livestream mehr geben wird. Warum, das erfahrt ihr dann früh, also erfahrt ihr dann November oder so, also das möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, weil das ist noch keine sichere Sache von dem, was ich quasi vorhab. Aber also auf jeden Fall mit Sicherheit nicht vor Ende November oder Anfang Dezember oder so, also davor mit Sicherheit nicht mehr. Warum, wie gesagt, erfahrt ihr dann bald. Aber es ist auf jeden Fall für mich vorher, also es ist für mich schon möglich in der Theorie vorher, aber ich möchte es vorher einfach nicht mehr machen und warum und alles, wie gesagt, erfahrt ihr. Also, stellt euch darauf ein, wenn ihr Livestreams sehen wollt, dann müsst ihr noch bis Dezember warten. Gut. Also vielleicht auch auf YouTube, also nicht, also vielleicht streame ich auch mal auf YouTube, das geht derzeit neuestem. Aber ich meine jetzt generell erstmal auf Twitch. Wow. Der hat noch nicht mal unter 50, der hat noch nicht mal unter 50. Doch jetzt. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Wow. Nein! Lol. Okay. Oh. Kennt mich? Oh. Ach ja. Ich kenne ihn, glaube ich, sogar auch. Ich glaube, du schreibst immer so in die Kommentare, ne? Ja, also, Grüße gehen raus an dich. Schnapp, mach das Krokodil, Krokodil, Schnapp. So, Leute, jetzt zweite Runde. Also eigentlich dritte, aber eine habe ich gerade eben rausgeschnitten, weil die zu schnell vorbei war. War richtig furchtbar. Also die war direkt nach der Schutzzeit, ich wurde getötet, hatte nur mein Goldschwert. Yo, Digga. Digga, was? Trevor, du Spast. Jo. Okay, einfach gar nichts. Okay, das kam auch schon lange nicht mehr vor, dass ich wirklich gar nichts bekommen habe. Also wirklich nichts. Na gut, passiert, ne? Was ich in der anderen Runde eben auch schon mal gesagt habe, ist, ob es mir nur so vorkommt. Oder ob die Karte, also hier die Begrenzung, also die Border, ob die irgendwie ein bisschen schneller kommt als früher. Also ob die Welt quasi im Allgemeinen irgendwie ein bisschen kleiner gemacht wurde als früher. Oder ob mir das nur so vorkommt. Das, weiß ich nicht, aber also auf jeden Fall kommt mir das so vor. Ob das stimmt, ist natürlich fraglich. Gut. Ich bräuchte jetzt erstmal irgendwie noch ein paar Rohstoffe, dass ich mir ein Dia-Schwert oder so machen kann. Alles klar. Wenn ihr das manchmal so vibrieren hört, das ist mein Handy. Ich weiß nicht, das hört sich irgendwie für mich immer so laut an, wenn das vibriert, aber muss nicht sein. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Leute, ich habe keine Rohstoffe. Ich muss wieder mit meinem Goldschwert kämpfen. Was ist das jetzt hier für ein Jump? Ja. Okay. Auf jeden Fall wieder der beste Jump'n'Run King hier am Start. Nein, als ob. Achso, ne, obwohl ich komme ja auch so hoch. Ah, hier komme ich hoch. Okay, ich muss den töten. Bis ich da oben bin. Wieso dauert das denn so endlos lang? Jetzt. Ja, jetzt habe ich den. Na, geil. Gut, perfekt. Boah, hat der viele Heiltränke. Jo, ich nehme mal das Holzschwert, weil das eine, wie gesagt, eine längere Durability hat. als das Goldschwert. Gott, Hilfe. Alles klar. Okay, da ist jemand low. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wahrscheinlich gerade gestorben. Nein. Ungeheuer. Ich brauche den Speed. Jetzt, ja, hab ihn. Nice. Sehr schön. Macht Spaß, das Kit irgendwie. Ich spiele echt gerne mit. So, machen wir mal noch das. Gut, ja, das kann ich gebrauchen. Dankeschön. Oh, 9 Eisen, Gold. Dann kann ich mir erstmal eine Goldbrustblade machen. So. 71.
Ich habe jetzt natürlich nur einen Pfeil, wahrscheinlich von dem Ungeheuer eben. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Crap aufgesammelt. So. Oh, 7 Eisen, das nutze ich sofort. Habe ich meine Workbench dann noch stehen? Habe ich die abgebaut? Ich weiß gar nicht, ob sie stehen lassen. Eisenhose. So, perfekt. Okay, jetzt können wir auch mal ein bisschen Equipment in der Runde 1, also in der ersten Runde eben, da habt ihr es ja gesehen, ich hatte nur eine Lederrüstung, war quasi dann auch deswegen direkt tot. Nein, wir haben jetzt nicht wieder so eine Höhle da, oder? Wo wir nicht rauskommt. Oh, Leute, wieso geht ihr da immer rein? Hilfe? Das verstehe ich irgendwie nicht, wie man immer in so Höhlen gehen kann. Nee, ich komme hier raus, ich möchte einfach nur hier raus. Nee, wie kam der denn jetzt wieder hier rein? Oh, hi. Hallo Kollege. Tschüss Kollege. Wie kam der jetzt hier rein? Oh, ich hab fast einen Trank des Schadens geworfen. So. Lol, wie viele Heiltränke. Lol. Alter, das ist noch Eisen, das hätte ich noch gern. Ja, perfekt. So, also irgendwie muss es ja hier reingehen, sonst wäre der ja nicht hier auf einmal da gewesen. Irgendwie ist es hier im bestimmten Ausgang, oder? Ah, hier geht's weiter, ich dachte hier wäre zu. Ah ja, hier, perfekt. Raus aus der Höhle. Was mir fehlt? Ach, nein, ich habe eigentlich gemeint, dass ich was selber craften muss, aber da hatte ja offenbar eine 1 schon. Jo. Nehme ich natürlich gern. Oh, nein, nein. Ich, scheiße. Leute, bei sowas, ne? Ich kriege Schaden durch das Feuer und dann ist einfach jemand über mir und schlägt mich, weil... Oh Gott! Leute, wieso, was ist das denn? Oh. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin jetzt richtig blöd gestorben am Ende, aber es gehört dazu, es gibt genug Fallenbauer in den Endergames. Was will man machen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video, was dann was anderes natürlich aus der Endergames-Serie sein wird. Wie immer, macht's gut, Leute, bis dahin, haut rein und ciao.